Hallo liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zu einem weiteren Ranking-Video. Erst kürzlich habe ich das erste Schurken-Ranking hier veröffentlicht. Ich habe über alle Bad Guys der Star Wars-Filme gesprochen. Und jetzt werde ich das gleiche machen und zwar mit Batman. Ich meine, sind wir mal ehrlich, Batman ist der coolste Comic-Charakter, zumindest der coolste Comic-Superheld aller Zeiten. Und seine Schurken sind legendär. Doch wisst ihr was auf der Kinoleinwand? Sind sie Hit und Miss, ähnlich wie die Batman-Filme? Und genau hier fange ich mit meinen Disclaimern an. Denn ja, hier gibt es wieder echt viele Disclaimer. Denn ich habe den originalen Batman-Film mit Adam West rausgenommen. Warum? Weil jeder Bösewicht im Grunde genommen gleich ist. Sie sind alle einfach sehr zany und machen... Dachte ich mir, muss ich da wirklich jeden einzelnen davon auch nochmal ranken? Es fällt mir schwer. Ich kann sagen, die sind alle auf dem letzten Platz, weil sie nicht mal ansatzweise die Essenz eines Bösewichts wiedergeben. Und ja, ich habe mich hier nur auf die Kinofilme konzentriert. Das heißt, wenn ihr Batman The Animated Series liebt, ich liebe diese Serie, trotzdem habe ich davon die Schurken nicht reingepackt. Hier kann es auch mehrere Interpretationen von beliebten Comic-Schurken geben. Und Anne Hathaways Catwoman aus The Dark Knight Rises ist hier nicht gelandet, weil sie in The Dark Knight Rises keine Schurkin ist. Deswegen, sorry auch hier. Ein weiterer Disclaimer, und ich weiß, diesmal gibt es echt viele, ist folgendes. Jeder Schurke auf der Liste muss eine Art Interaktion mit Batman gehabt haben. Genau deswegen tut es mir auch sehr leid, Joaquin Phoenix Joker ist nicht auf der Liste. Ist er ein fantastischer Joker? Oh ja! Aber er sieht nur ganz kurz den kleinen Bruce Wayne. Mit Batman hat er eigentlich nichts zu tun. Jared Letos Joker hatte eine kurze Szene mit Ben Afflecks Batman. Ich meine, immerhin war auf seinem Dach. Aber Killer Croc aus Suicide Squad, obwohl es ein beliebter Batman-Schurke ist und sein Kostüm sogar echt cool aussieht in Suicide Squad, hat keine einzelne Szene mit Batman. Deswegen nicht auf der Liste. Die letzten beiden Disclaimer sind die klassischen Disclaimer. Hier wird es zu Spoiler kommen, was alle Batman-Kinofilme angeht, alle Filme, die irgendwie mit Batman zu tun haben, werden hier gespoilert. Seid euch dessen bewusst. Und das allerletzte, das ist nur meine Meinung. Hier geht es wirklich nur um meine Meinung. Wenn ihr dieser Liste nicht recht gebt, absolut in Ordnung. Lasst mich wissen, wie ihr diese Schurken ranken würdet. Denn ich habe hier im Gesamten 16 Schurken gefunden. Wie ihr sie alle ranken würdet, interessiert mich wirklich extrem. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. So, alle Disclaimer wurden definitiv disclaimed. Meine Fresse, waren das viele Disclaimer. Legen wir los. Okay, auf Platz 16 haben wir eigentlich einfach nur eine Beleidigung. Ich liebe Batman-Schurken, ich liebe Batman, ich liebe Batman-Filme und ich liebe Batman-Comics. Wisst ihr, was ich nicht liebe? Wisst ihr, was ich hasse? Batman und Robin von Joel Schumacher. Okay, in gewisser Weise liebe ich diesen Film auch, weil er mir so viele lustige Momente gegeben hat. Dieser Film ist eine derartige Katastrophe, dass man Spaß mit ihm haben kann. Cool Party! Man kann ihn wirklich wie eine Komödie gucken, aber das war nicht Sinn und Zweck der Nummer. Und diesen Film habe ich ja im Gesamten schon mal auseinandergenommen. Aber wisst ihr, welcher Charakter, welcher Schurke so ein Stinkefinger für die Fans war? Bane. Bane in diesem Film ist ein dummes Pokémon. Ja, Bane ist ein Stratege. Bane ist einer der cleversten Batman-Schurken aller Zeiten. Ja, er ist eine lebendig gewordene Muskelbude. Doch er ist auch sehr clever. Er ist ein Terrorist. Er ist Batman in den Comics häufig einen Schritt voraus. Und er ist mindestens genauso clever, wie er muskulös ist. In diesem Film haben wir wirklich ein dummes Pokémon, das ständig den eigenen Namen sagt. Wer wollte das sehen? Ich nicht. Ich wirklich nicht. Ich war schockiert, als ich damals Bane gesehen habe. Ich dachte mir, kommt schon, kommt schon. Das hat doch nichts mit Bane zu tun. Bis heute hasse ich diese Interpretation von Bane. Bin schockiert, dass das irgendjemand abgesegnet hat. Und nichtsdestotrotz ist es sehr lustig, Bane in einem Trenchcoat und mit einem Hut zu sehen. Ja, dieser Bane hat mir ein paar lustige Momente gegeben. Ja, ich habe über ihn gelacht, aber nicht mit ihm gelacht. Definitiv verdienter 16. und letzter Platz. So haut man einen Batman-Schurken in die Tonne. Alright, everyone. Chill. Wir kommen zu Platz 15 und bleiben einfach mal bei Batman und Robin, weil kommt schon. Mr. Freeze von Arnold Schwarzenegger ist eine absolute Katastrophe. Ähnlich wie bei Bane.
muss man der Sache auch irgendwie eingestehen, dass sie einem zum Lachen bringt. Doch das war nie Sinn und Zweck der Sache. Arnold Schwarzenegger reißt den ganzen Film nur One-Liner und Gags mit Eis. Allow me to break the ice. Alright, everyone, chill. What killed the dinosaurs? The Ice Age. Das ist seine Aufgabe im Film. Und abgesehen davon hat er einen der bescheuertsten Pläne aller Zeiten. Okay, er will seine Geliebte retten, die an einer fürchterlichen Krankheit leidet. Deswegen hat er sie eingefroren. Was braucht er? Er braucht ganz viel Geld, um ein Gegenmittel zu finanzieren. Was macht er also? Er will die ganze Stadt einfrieren und sie erpressen, ihm Geld zu geben. Dabei hat er Diamanten in dieser Größe, die ihm überhaupt die Möglichkeit geben, Sachen einzufrieren. Hey, wie wäre es denn einfach, die Diamanten zu verkaufen, Geld zu kriegen und dann die Frau zu retten? Bin ich der Einzige, der darauf gekommen ist, dass dieser Plan sowas von bescheuert ist? Und Dr. Freeze, Mr. Freeze, ist eigentlich ein extrem tragischer Charakter. Ich meine, die Trickserie hat ihm wirklich eine unfassbar emotionale Backstory gegeben. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass man einen richtigen Charakterdarsteller hätte casten können, um diese Figur zum Leben zu erwecken, um ihm alle Nuancen zu geben. Wir haben Arnold. Wir haben Arnold und seine One-Liner. Das ist wirklich, wirklich alles. I'm gonna send you to the cooler. Dieser Charakter ist im Grunde genommen eine Actionfigur. So wie fast jeder einzelne Charakter in Batman und Robin wurde diese Figur konzipiert, damit man sie als Actionfigur verkaufen kann. Das ist Mr. Freeze nicht, das war er noch nie. Und deswegen einfach nur nein, verdienter 15. Platz. Because it's not nice to fool with Mother Nature. Wir kommen zu Platz 14. Ratet mal, um welchen Film es sich dreht. Immer noch Batman und Robin. Wir sprechen über Poison Ivy, gespielt von Uma Thurman. Ich kann es nicht fassen. Uma Thurman ist eine fantastische Schauspielerin. Sie spielt in einem meiner absoluten Lieblingsfilme mit. Pulp Fiction generell. In Tarantinos Film ist sie großartig. Kill Bill. Die Frau hat sowas auf dem Kasten. Und sie kann auch Genrefilme spielen. In diesem Film ist sie so furchtbar, dass man sich denkt, meine Güte, hat sie schon eine goldene Himbeere gewonnen? Was zur Hölle hat man sich bei Poison Ivy gedacht? Auch hier eigentlich eine interessante Figur mit einer interessanten Backstory. Man könnte eine wirklich diabolische Ökoterroristin darstellen, die aber auch unseren eigenen moralischen Kompass so ein bisschen hinterfragt und gerade unser Umweltbewusstsein ein bisschen challenged. Nein. Nichts davon kriegen wir. Wir kriegen eine overacting Uma Thurman, die sich durch den ganzen Film zieht. Der einzige Grund, warum sie über Bane und über Mr. Freeze steht, ist, weil sie zumindest sowas wie eine Backstory hat. Wir sehen, wie sie anfängt, so ein bisschen als nerdige Assistentin von einem Möchtegern Dr. Frankenstein und wie sie zur Pflanzenlady wird. Aber danach ist sie eigentlich nur da, um Batman und Robin zu verführen und Pflanzengags zu reißen. Sie reißt Pflanzengags, Arnie reißt Eisgags. Jeden Spruch, den sie raushaut, muss irgendein Wortspiel mit einer Pflanze sein. Das ist ihre Aufgabe. Auch hier sehe ich eher eine Actionfigur als einen Charakter. Ich war auch damals, das Krasse ist, als diese Filme rauskamen, war ich nicht mal wirklich alt. Ich war noch ein Kind. Und selbst damals fand ich diesen Film nicht gut. Das muss man sich mal vorstellen. Der Film, ich war die Target Audience, als ich klein war. Ich war die Zielgruppe dieses Films und ich fand ihn furchtbar. Was ich furchtbar fand, waren alle drei Schurken. Bane, Mr. Freeze und Poison Ivy wurden in die Tonne getreten. Poison Ivy wurde definitiv in die Tonne getreten. Die anderen beiden waren nur schlimmer. Verdienter 14. Platz. The only true justice. Let's see what justice has in store for you. Wir kommen zu Platz 13 und widmen uns einem weiteren Joel Schumacher Film. Wir sprechen über Two-Face in Batman Forever. Okay, Two-Face ist eine verdammt interessante Figur. Ich sag's ja so häufig, die Batman-Schurken haben eigentlich Tiefgang. Und sie stehen auch sehr häufig für eine Seite von Bruce Wayne. Und Two-Face stand für die Doppelidentität, die Bruce Wayne tatsächlich lebt. In der Trickserie wurde Harvey Dent fantastisch dargestellt. Er fängt an als Freund von Bruce Wayne, der aber unter multipler Persönlichkeitsstörung leidet. Und eine Persönlichkeit ist böse. Und dann hat er diese unfassbare Transformation, wo die böse Seite endgültig übernimmt. Das ist faszinierend, das ist interessant. Und dass er dann auch noch irgendwie in dieser kriminellen Unterwelt Zuflucht findet, fantastisch geschrieben in einer Trickserie.
Und jetzt haben wir Batman Forever. Und was macht Tommy Lee Jones? Tommy Lee Jones, erneut, ein super Schauspieler. Ich liebe Tommy Lee Jones. Nichts gegen ihn. Aber seine Performance und die Art und Weise, wie er geschrieben ist, wenn das der einzige Film mit Tommy Lee Jones wäre, den ich je gesehen hätte, hätte ich mir gedacht, was zur Hölle, wer ist das denn? Es ist einfach nur Overacting und es ist das klassische Problem. Man ist davon ausgegangen, dass Two-Face eigentlich nur eine weitere Version vom Joker ist. Er reißt die ganze Zeit Gags, er macht, das ist so seine Rolle. Und er reißt Witze darüber, zwei Persönlichkeiten zu haben. Versteht ihr? Weil er hat zwei Persönlichkeiten. Deswegen hat er auch eine böse Freundin, die angezogen ist wie so eine Teufelin. Deswegen hat er eine gute Freundin, die angezogen ist wie ein Engel. Seine ganze Wohnung ist auch so gestaltet in zwei Hälften. Und wenn er mit dem Rücken zur Bude steht, dann gleicht der Hintergrund seiner Bude seinem Gesicht. Ich habe mich immer gefragt, okay, läuft er da nur rückwärts? Dreht er sich nie um? Weil sonst macht diese Architektur überhaupt keinen Sinn. Seine spannende Backstory wird uns in einer kurzen, 10-sekündigen Flashback-Sequenz erklärt und das war's. Danach haben wir einfach nur einen Cartoon-Charakter. Ich weiß, Tommy Lee Jones hat anscheinend den Spaß seines Lebens mit dieser Rolle. Doch nein, einfach nur nein. Man kann nicht einen derartig faszinierenden Charakter nehmen und aus ihm eine Cartoon-Nummer machen. Für mich definitiv eine weitere Enttäuschung. Who the hell are you? Just a friend, but you can call me the Riddler. Das bringt mich zu Platz 12 und ich weiß, dass es viele da draußen gibt, die diesen Charakter mögen. Ich zähle nicht dazu. Jim Carreys Riddler ist meiner Meinung nach eine Katastrophe. Okay, der Riddler war für mich immer der Zodiac-Killer innerhalb des Batman-Universums. Das ist jemand, der stolz auf seine Taten ist, der die Polizei herausfordert und Batman herausfordert mit Rätseln am Tatort. Und genau das scheinen wir jetzt auch zu kriegen im neuen Robert Pattinson-Batman-Film. Ich meine, das ist ein wirklich schwer intelligenter Killer, der aber auch so ein Narzisst ist und stolz darauf ist, was er alles anrichtet und wie sehr die Polizei und Batman herausfordern kann. Mit Jim Carrey haben wir halt eine typische Jim Carrey-Performance. Er lacht, er quietscht, er macht alle Grimassen und Körpergeräusche, die man sich so vorstellen kann. Sein Kostüm ist einfach nur lachhaft. Das ist ein Tonanzug mit Fragezeichen. Und ich habe mich auch immer gefragt, als Edward Nigma zum Riddler wird in diesem Film. Er hat bereits eine Riddler-Figur bei sich zu Hause. Das heißt, gab es bereits den Riddler in der Popkultur in diesem Universum? Wie und auf welcher Welt ergibt das auch nur irgendwie Sinn? Seine Rätsel, kommt schon, 4. Klasse-Niveau. Das ist so witzig, weil seine Rätsel sind so lahm und man sieht Batman und Alfred in der Werthöhle. Was kann er damit nur meinen? 8 Stunden später, ja. Jetzt haben wir es. Ich so, ist das euer Ernst? Ist es euer Ernst? Das ist ein Mastermind. Das ist ein verdammt intelligenter Killer. Und seine Rätsel sind normalerweise echt fordernd. Und der stellt ihn so eine Kinderfrage und die, oh mein Gott, was könnte er damit nur meinen? Ich weiß, Jim Carreys Performance ist irgendwie ikonisch und ich würde lügen, wenn es nicht ein paar Momente geben würde, die ich nicht genieße. Doch alles in allem hat das für mich erneut nichts mit dem Riddler zu tun. Es hat eine Menge mit 90s Jim Carrey zu tun. Und ich bin Fan von 90s Jim Carrey. Ace Ventura, Die Maske, kommt schon, wer hat das nicht gefeiert? Der Riddler ist aber weder Die Maske noch Ace Ventura. In diesem Film ist er im Grunde genommen eine böse Version von Ace Ventura oder der Maske. Das ist nicht der Riddler, tut mir fürchterlich leid, auch hier kein Fan. He saw only a monster whose very existence was a reminder of the hell he'd left his wife to die in. He excommunicated Bane from the League of Shadows. Jetzt kommen wir zu Platz 11 und meiner Meinung nach dem einzig lahmen Schurken innerhalb der Nolan-Batman-Trilogie, die ich ja eigentlich liebe. Talia al Ghul. Und ja, ich mochte Ra's al Ghul, ich mochte Joker, ich mochte Bane. Und Talia al Ghul ist ja eigentlich eine faszinierende Figur in den Comics, weil Bruce Wayne sich tatsächlich in sie verliebt und sie ist auch sowas wie eine Anti-Heldin und so weiter und so fort. In The Dark Knight Rises hat man sie eingeführt und erstmals unter einem Alias. Sie war Mrs. Tate. Und ich so, okay, das ist sicherlich Talia al Ghul. Weil jedes Mal, wenn sie spricht, ist es schon so offensichtlich, was sie so von sich gibt. Das spiegelt im Grunde genommen die Worte von Ra's al Ghul wieder. Ihr Plan ergibt
überhaupt keinen Sinn. Warum schläft sie überhaupt mit Bruce Wayne? Warum wird sie zu seinem Love Interest und investiert so viel Zeit in ihn, wenn ihr eigentlicher Plan doch eh Bane, eine Untergrundarmee und so weiter und so fort ist? Hätte das nicht gereicht? Das verstehe ich bis heute nicht. Das ist wirklich nicht gut durchdacht. Zweitens ist sie auch im Grunde, sie existiert nur, um ein Twist in diesem Film zu sein. Der Twist ist, oh, Ra's al Ghul hatte eine Tochter. Oh, es war gar nicht Bane, der aus diesem Gefängnis herausgeklettert ist. Ist der Twist nett? Ja, aber das macht Talia nicht wirklich zu einem Charakter. Das ist auch ganz witzig, von dem Zeitpunkt an, wo sie sich offenbart, redet sie ganz anders. Sie redet wie ein Schurke und sie hat den schlechtesten Onscreen-Tod seit langem. Ist er? Wirklich, wirklich dafür, dass diese Nolan-Trilogie eigentlich geil geschrieben, geil geschauspielt und geil gefilmt ist und so weiter und so fort, sind ihre Szenen überraschend cringe. Ich kann sie definitiv ernster nehmen als alle Joel Schumacher-Bösewichte, doch das ist auch nicht schwer. Ansonsten verdienter 11. Platz. I need a machine gun. A machine gun? Und das bringt mich zu Platz 10, erneut einem kontroversen Eintrag, ich weiß es nicht wirklich. Wir sprechen über Joker. Welchen Joker? Jared Leto's Joker in Suicide Squad. Okay, ich werde jetzt erstmal darüber sprechen, was ich an dieser Interpretation mag. Man hat sich wieder dazu entschieden, uns den Gangsterboss Joker zu geben. Und den gibt es in sehr vielen Comic-Interpretationen. Das heißt, es kommt nicht komplett aus dem Nichts. Und ich liebe seine Beziehung zu Harley Quinn. Ich liebe die Szene, in der sie in ein Säurebad springt, in der sie eigentlich zurücklassen will, aber er das irgendwie nicht übers Herz bringt. Und diese zerstörerische Beziehung zwischen den beiden, das war das Beste am gesamten Suicide Squad Film. Und bis heute wünsche ich mir einen Film, der sich genau dieser Beziehung widmet, weil das wäre verdammt düster und Jared Leto und Margot Robbie können diesen Film locker tragen. Warum kriegen wir ihn nicht? Ich würde es wirklich sehr, sehr stark finden. Wäre 10.000 Mal besser als Suicide Squad oder Birds of Prey. Okay, und hier endet mein Lobgesang auf Jared Leto's Joker. Denn ab und zu ist er einfach Jim Carrey. Er hat seine großartigen Momente und dann hat er, ihr wisst es, Honka Honka! Und dann ist er auch so das Gegenteil von subtil. Er ist so in your face. Er hat sich Damage tätowieren lassen auf die Stirn. Den Joker, den ich kenne, der würde sich selbst nie als gestört bezeichnen. Der Rest der Welt nennt ihn gestört, er selbst nennt sich nie gestört. Er sieht sich als ein totaler Anarchist, aber er will nicht damit angeben, eventuell gestört zu sein. Das passt null zum Joker. Im Gesamten ist er mir zu over the top und ich weiß, der Joker ist ein over the top Charakter, aber es gibt over the top und dann gibt es Jim Carrey over the top. Wirklich. Das erinnert eher an einen SNL-Sketch als an einen tatsächlichen Joker. Trotz ein paar echt guter Momente ist er für mich eher eine Enttäuschung und hatte auch nicht wirklich viel zu tun in Suicide Squad. Ich glaube immer noch daran, dass man diesem Joker eine zweite Chance geben sollte und mit einem besseren Skript kann man die Nummer echt noch retten. Doch in Suicide Squad, wie wir ihn gesehen haben, leider nicht meins. Sorry. Would you like to see my mask? I use it in my experiments. Probably not very frightening to a guy like you with these crazies. You can't stand it. Das bringt mich zu Platz 9 und hier haben wir einen weiteren Nolan-Bösewicht. Scarecrow, aka Jonathan Crane. Ich mag Cillian Murphy und ich liebe Jonathan Crane, aka die Vogelscheuche. Wirklich einer der faszinierendsten Batman-Schurken, weil er wirklich etwas aus einem Albtraum ist. Er benutzt in den Comics immer sein selbst erfundenes Nervengift, um die Albträume der Menschen wahr werden zu lassen. Er hat an denen herumexperimentiert, wie so ein verrückter Doktor, was er auch eigentlich ist, denn er ist ein Psychiater oder Psychologe, der mit seinen eigenen Patienten derartig pervers umgeht. Und das sehen wir in Batman Begins. Alle Szenen mit ihm, in denen er Leute verhört, sind fantastisch. Das wollte ich schon immer mal sehen. Ich wollte diesen eiskalten Doktor sehen, der es irgendwie genießt, Leute fertig zu machen, mit der Angst der Menschen zu spielen. Und genau das hat mir Batman Begins in ein, zwei Szenen auch wirklich gegeben. Die Szene, wo er Batman erwischt und Batman fast stirbt durch dieses Nervengift, ist heftig. Und ich finde es natürlich auch geil, dass er seine eigene Medizin schlucken muss und den Dämonen sieht, die dämonische Version von Batman. Das sind alles tolle Szenen. Und ich fand es auch irgendwie cool, dass man ihn zurückgebracht hat für Cameos in The Dark Knight
und in The Dark Knight Rises. Warum ist er also so weit unten auf der Liste? Weil er für mich leider nicht eigenständig genug ist in der Nolan-Trilogie. Ich finde, Jonathan Crane verdient einen ganz eigenen Film. Er ist ein sehr eigenständiger Charakter in den Comics. Hier ist er im Grunde genommen nur ein Scherge von Ra's al Ghul, was ich sehr, sehr schade fand. Ich meine, für die Story hat es funktioniert, hat es Sinn ergeben. Doch ich glaube, wenn Leute eine einzige Sache an Batman Begins stört, ist es die Tatsache, dass Jonathan Crane nicht wirklich zur Geltung kam. Und trotz guter Performance und trotz guter Scarecrow-ähnlicher Szenen hätte ich mir da doch schon wesentlich mehr gewünscht. Für mich ist es leider nur ein Side-Character, ein Nebencharakter, ein Supporting-Character. Das finde ich sehr, 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 sehr schade. Ich hoffe, dass wir irgendwann so einen richtig würdigen Film mit Scarecrow als Hauptschurke kriegen und nicht sagen, ah, und das ist eigentlich nur ein Handlanger von einem anderen Schurken. Denn persönlich, und ich weiß nicht, ob das kontrovers ist, Scarecrow als Hauptschurke würde ich persönlich interessanter finden als Ra's al Ghul als Hauptschurke. Obwohl Ra's al Ghul in Batman Begins der perfekte Schurke ist, weil das Batmans Trainer ist, Bruce Waynes Trainer war. Das finde ich gut, die Mentorenfigur, die tatsächlich zum Schurken wird, sehr, sehr clever. Doch irgendwann sollten wir einen würdigen Scarecrow-Film kriegen, der diesem Charakter einfach gerecht wird. Kein schlechter Charakter, wahrscheinlich der erste Charakter auf meiner Liste, den ich wirklich mag. Doch für mich persönlich viel zu wenig. Verdienter 9. Platz. Jack is dead, my friend. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. Wir kommen zu Platz 8 und hier bin ich mir definitiv bewusst, dass ich dafür auf die Mütze kriegen werde. Denn für viele ist das der beste Batman-Schurke aller Zeiten. Joker in Tim Burtons Batman, gespielt von Jack Nicholson. Okay, ich weiß, seine Performance ist ikonisch. Und ich möchte erst über alles sprechen, was ich an dieser Figur liebe, an dieser Darstellung liebe und an der Art und Weise, wie die Figur geschrieben wurde. Erstens, Jack Nicholson gibt eine Hammer-Performance. Er hat so viel Spaß, er tobt sich so aus, er hat diesen bissigen, schwarzen, düsteren Humor, der so perfekt zum Joker passt. Ich liebe auch sein Outfit, sein Make-up, die Art und Weise, dass er Leute auf lustige Art und Weisen umbringt. So pervers das klingt, aber genau das tut er in diesem Film. Und dass er auch optisch und visuell das genaue Gegenstück zu Batman ist. Michael Keatons Batman in dieser dunklen Rüstung und dieser farbenfrohe Joker als Bad Guy, wirklich, wirklich cool. Und auch Teile seiner Backstory erinnern tatsächlich an The Killing Joke, dass er da in dieses Säurebad fällt und so weiter und so fort. Hier hört leider mein Lob auf, weil obwohl ich die Performance liebe, obwohl ich den Charakter wirklich in mein Herz geschlossen habe, habe ich Probleme mit ihm, weil seine Motivation ist mir nicht Joker genug. Er möchte gerne Kunst zerstören und er möchte die Unterwelt kontrollieren. Das ist es. Für mich ist das nicht wirklich unberechenbar. Der Joker war für mich immer unberechenbar. Ich fand es auch nicht gut, dass sich herausstellt, dass das der Mörder von Bruce Waynes Eltern ist. Denn der Joker hat für mich nie Batman erschaffen. Der Joker wurde erschaffen durch Batman. Selbst in The Dark Knight war der Joker eine Antwort auf Batman. Abgesehen davon hat es mich auch gestört, dass Jack, wie in diesem Film heißt, schon vor seiner Transformation böse war. Er war schon davor ein Krimineller und sehr hoch angesehen in der kriminellen Unterwelt. Das heißt, er war böse und wurde nur böser. Da mag ich The Killing Joke mehr, dass ein schlechter Tag dein Leben vernichten kann. Da mag ich Joaquin Phoenix Version mehr, die uns zeigt, wie das Leben dich eigentlich fertig machen kann. Denn wenn wir Arthur Fleck am Anfang sehen, sind wir auf seiner Seite und hoffen, dass es irgendwie einen Weg gibt, dass er nicht zu dem Joker wird. Und wenn er es dann wird, dann ist es heftig. Aber ein Bösewicht, der nur noch böser wird? Alles in allem verstehe ich, warum der Joker von Jack Nicholson so ikonisch ist. Er ist auch wahrscheinlich der beste Joker für diese Zeitperiode gewesen. Für die 80er Jahre, in denen Batman noch Ping, Puff, Pum war. Nichtsdestotrotz, für mich ist das leider nie wirklich der Joker gewesen. Aber ich habe Spaß mit der Rolle, ich habe Spaß mit der Figur und für mich ist es trotzdem ein wirklich spaßiger und cooler Batman-Schurke. Verdienter 8. Platz. Things change. What do you want? Ah, the direct approach. I admire that in a man with a mask.
Das bringt mich zu Platz 7. Und wisst ihr was? Häufig haben die Filme ja ihre ganz eigene Version aus bekannten Schurken gemacht. Und kaum ein Platz zeigt das so sehr wie Platz 7. Der Pinguin in Tim Burtons Batman Returns. Und das ist nicht der Pinguin aus den Comics. Das ist nicht der reiche Businessman, der einfach nur ein bisschen aussieht wie ein Pinguin und ab und zu so lacht. Nein, das ist wirklich ein Typ mit Flossen als Händen. Ein Typ, der von Pinguinen großgezogen wurde, der in der Kanalisation wohnt, wie eine Kreatur aus einem Horrorfilm. Aber ich liebe diese Figur und ich liebe Batman Returns. Weil Batman Returns ist so ein Gothic-Drama, das an Weihnachten spielt. Und wir haben da im Grunde genommen den missverstandenen Schurken. Die ganze Welt war immer gegen ihn. Seine Eltern haben ihn als Kind in Käfig gepackt. What the fuck? Und Danny DeVito in dieser over-the-top, aber gleichzeitig dramatischen Performance zu sehen, klasse, klasse. Ich liebe auch das Kostümdesign, die Maske, die er trägt und so weiter und so fort. Wirklich großartig. Man hat auch wirklich Mitgefühl mit dem Typen. Man versteht, warum er so abgefuckt ist, wie er ist. Das hat zwar wirklich nichts mit der Comic-Interpretation zu tun, stört mich in diesem Film allerdings kein bisschen. Wenn er das Grab seiner Eltern besucht, wenn er sich wirklich das erste Mal akzeptiert fühlt und wenn er sich dann doch an der Menschheit rächt oder zumindest an Gotham City rächen möchte, dann sind das alles so starke Szenen und seine Duelle mit Batman sind auch klasse. Ich finde ihn auch wirklich bedrohlich. Das ist noch ein echt bedrohlicher Schurke. Ich hatte jedes Mal das Gefühl, er könnte alle 2 Sekunden jemanden onscreen umbringen. Und Tim Burton hat sich ja getraut, genau das zu zeigen. In einem Film, der auch irgendwie noch für Kinder geeignet sein sollte. Der Pinguin in Batman Returns ist ein Tim Burton-Charakter. Entweder mag man das oder man hasst es. Ich mag diese tragischen Phantom-der-Oper-ähnlichen Figuren sehr, sehr gerne. Und deswegen liebe ich Danny DeVito als Pinguin. Für mich verdient er 7. Platz. I'm sorry. No. No, you're not. Not yet. Wir kommen zu Platz 6 und ich hatte schon 2 Joker. Wisst ihr was? Jetzt habe ich 2 Two-Faces. Harvey Dent in The Dark Knight. Und das war eine wesentlich bessere Interpretation von Harvey Dent. Was so cool an ihm ist, ist, dass er den Film beginnt als Held. Wir sehen ihn, er ist das strahlende Symbol von Gotham City. Er erreicht all das, was Batman erreichen möchte, aber auf komplett legalem Wege. Keine Selbstjustiz, nein, er jagt nicht nachts Verbrecher und prügelt sie zusammen, er benutzt das Gesetz und er hält sich einfach ans Gesetz. Und er ist der letzte strahlende Ritter in Gotham City. Umso tragischer ist es zu sehen, wie er auf das düsterste Level runtergezogen wird vom Joker. Ich verstehe seine Entwicklung komplett. Ihm wird alles genommen. Obwohl ich sagen muss, wenn mich eine Sache an ihm stört, weil Aaron Eckhart spielt Harvey Dent perfekt und er spielt auch später Two-Face perfekt. Was mich ein wenig stört, ist, wie schnell das alles passiert. Ich meine, Rachel wird in die Luft gejagt, danach verliert er seinen Verstand und auch die Hälfte seines Gesichtes. Und es macht schon Sinn, dass er auf Rache aus ist. Es ergibt komplett Sinn, dass er die korrupten Bullen ausschaltet und Mitglieder der Mafia ausschaltet. Aber dass er Gordons Kind bedroht und ihm androht, den eigenen Sohn zu ermorden, ich so, das geht ein bisschen sehr weit. Das ist mir viel zu schnell. Das erinnert mich immer wieder an Anakin Skywalker und wie schnell die Nummer letztendlich über die Bühne ging. Ansonsten habe ich nichts an der Figur auszusetzen. Hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass vielleicht diese multiple Persönlichkeitsstörung auch noch eine Rolle gespielt hätte? Ja, aber das hätte nicht mehr in diesen Film gepasst. Generell glaube ich, dass The Dark Knight sogar noch besser funktioniert hätte, wenn Harvey Dent erst in der allerletzten Szene zu Two-Face geworden wäre und man ihn dann in The Dark Knight Rises eingeführt hätte als Harvey Two-Face. Dann hätten wir Bane und Harvey Two-Face, denn Talia al Ghul haben wir nicht gebraucht. Alles in allem bin ich aber sehr dankbar dafür, dass nach dieser Tommy Lee Jones-Katastrophe der Charakter endlich rehabilitiert wurde. Verdienter 6. Platz. Miau. Das bringt mich zu Platz 5, der ultimativen Femme Fatale. Ich weiß, viele lieben sie, wisst ihr was, ich liebe sie auch. Michelle Pfeiffer als Catwoman
in Batman Returns. Sie ist so gut, sie ist so klasse und sie ist so krass nicht Catwoman. Nein, sie ist wirklich nicht Catwoman. Tim Burton hat auch hier seine ganz eigene Vision von Catwoman auf die Leinwand gebracht. Und es stört mich kein bisschen. Wir haben es hier mit einer jungen, nerdigen Frau zu tun, die sehr unsicher ist und von der Welt immer wieder fertig gemacht wird. Max Schreck, ihr Boss, ein weiterer Schurke, der allerdings nicht auf der Liste vorkommen wird, da er kein Comic-Schurke ist, schmeißt sie aus dem Fenster und aus dem Nichts beleben Katzen sie wieder. Und jetzt hat sie 9 Leben, das bedeutet, ich könnte sie 8-mal erschießen und sie wäre nicht tot. So eine Interpretation von Catwoman kannte ich bis dato noch nicht. Catwoman war für mich immer die düstere Version von Robin Hood. Sie stiehlt von den Reichen und gibt es den Armen, aber gleichzeitig schreckt sie nicht vor furchtbaren Methoden zurück. Sie bringt Leute um. Sie ist sowas wie eine Anti-Heldin, aber mehr in Richtung Schurke. Und die Beziehung zwischen ihr und Batman war immer sehr interessant, weil es war eine Romanze. Er will sie eigentlich von seinem moralischen Kompass überzeugen, kriegt das allerdings nie hin, will sie auch nie wirklich einbuchten, muss sie aber immer wieder aufhalten. Das ist spannend. Und diesen Aspekt hat Batman Returns perfekt eingefangen. Wenn sie zur Catwoman wird, 180-Grad-Wendung. Dieses schüchtere junge Ding ist auf einmal selbstsicher, sexy und verdammt gefährlich. Meine Güte, Michelle Pfeiffer als Catwoman ist auch gruselig. Ja, ich weiß, Leute sprechen immer darüber, wie sexy sie ist. Das ist sie, aber sie ist auch verdammt gruselig, gefährlich und eine ebenbürtige Gegnerin für Batman. Im Einzelkampf hatte ich Angst um Batman und ich habe es ihr auch komplett abgekauft, ihn fertig zu machen mit ihren akrobatischen Tricks, ihren Krallen. Meine Fresse, die haben sich echt Mühe gegeben mit ihr. Ihr Kostüm bis heute unglaublich, unglaublich cool und spätere Comics haben sich echt inspirieren lassen von diesem Outfit. Die Beziehung zwischen Bruce Wayne und Selina Kyle ist auch klasse und spiegelt genau diesen Konflikt aus den Comics wider, den ich gerade erwähnt habe. Und Michelle Pfeiffer hat den Spaß ihres Lebens. Ja, es ist erneut eine sehr, sehr eigene Interpretation dieser Figur und erneut sehr tragisch. Und was mich am meisten an dieser Figur aufregt, das werde ich nicht dieser Figur anlasten. Das ist nämlich die Tatsache, dass diese Figur seit jeher immer mal wieder recycelt wird für neue Superheldenfilme. Jim Carreys Edward Nygma ist so ziemlich das, nur in schlecht. Electro aus The Amazing Spider-Man 2 ist so ziemlich das, nur in schlecht. Und es sieht auch so aus, als würde Cheetah in Wonder Woman 1984 genau das sein, nur nicht so besonders. Aber hey, zu dem Film kann ich mich noch nicht äußern, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Doch Michelle Pfeiffer hat dieses Konzept perfekt umgesetzt. Und das Drehbuch hat diesem Charakter auch wirklich sehr, sehr, sehr viel Screentime geschenkt. Ich liebe Michelle Pfeiffers Catwoman. Bis heute ist sie einfach nur großartig. Obwohl ich Anne Hathaways Catwoman eventuell etwas mehr mag, als Schurkin ist Michelle Pfeiffer definitiv besser, weil Anne Hathaways Catwoman war keine Schurkin. Sie war letztendlich sogar eine Heldin am Ende des Films. Verdienter 5. Platz. Is Ra's al Ghul immortal? Are his methods supernatural? Und das bringt mich zu Platz 4. Wir befinden uns erneut in der Nolan-Trilogie und diesmal bei Batman Begins. Es geht um Ra's al Ghul, der sich zunächst als Deckard vorstellt. Ich bin ein gigantischer Liam Neeson-Fan und ich konnte es nicht fassen, wie gut er in dieser Rolle ist. Weil wir lernen diesen Typen kennen. Das ist der Mann, der Bruce Wayne eigentlich auf diesen Pfad bringt, Batman zu werden. Er bringt ihm bei, ein Ninja zu sein, er bringt ihm bei, gegen das Böse zu kämpfen, mutig zu sein. All seine Tricks, diese theatralischen Moves, die er ja später als Batman bringt, wenn er immer mal wieder verschwindet und so weiter. All das kommt von Ra's al Ghul. Und dann zieht uns der Film den Boden unter den Füßen weg, indem er uns zeigt, aber das ist eigentlich der Bad Guy. Und eigentlich sieht er nur schwarz und weiß. Und eigentlich möchte er Gotham City niederbrennen oder zumindest vernichten. Und genau hier entwickelt sich Bruce Waynes moralischer Kompass wirklich. Denn er nimmt sich alles Positive, was er von ihm gelernt hat, und sagt, okay, ich werde aber nie Richter sein. Ich werde allerdings nie Menschen umbringen. Das ist nicht mein Werdegang. Ich kann nicht auf deiner Seite sein. Und wenn er sich dann zum Schluss wirklich offenbart und wir erfahren, okay, das ist tatsächlich Ra's al Ghul. Ra's al Ghul war nicht der alte Typ, der da am Tempel irgendwie gestorben ist. Nein, es war Liam Neesons Figur. Ist es ein Twist, der richtig, richtig gut funktioniert? Weil wir denken zurück an alles, was er je gesagt hat, alles, was er je gemacht hat. Und das passt noch wesentlich besser zu Ra's al Ghul,
als dieser Fake Ra's al Ghul, der da auf irgendeinem komischen Thron saß. Ja, Iron Man 3, davon solltest du lernen. Mandarin. So macht man einen Twist mit einem beliebten Comic-Charakter. Liam Neeson ist eloquent, man versteht, wieso er denkt, wie er denkt. Das ist so der erste Schurke auf dieser Liste, den man auch irgendwie verstehen kann, auch wenn man nicht seiner Meinung ist. Die Performance, unfassbar, und die Dynamik zwischen Batman und ihm ist cool. Ich meine, Batman muss sich seinem Sensei stellen. Wie cool ist das bitte? Verdienter vierter Platz. Stupid Bats, you're ruining date night! Wir kommen zu Platz 3 und wir haben es mit einer weiteren Femme Fatale zu tun. Ihr wisst, ich mag Suicide Squad nicht wirklich. Wisst ihr, was ich in Suicide Squad liebe und noch mehr als in Birds of Prey? Harley Quinn, gespielt von Margot Robbie. Das war eine Performance, die mich bis heute umhaut. Ich konnte es nicht fassen, wie gut sie diesen Charakter eingefangen hat. Ja, ihr Look war klasse und sie sah auch aus wie Harley Quinn. Aber das ist nicht der Grund, warum ich sie so liebe. Ihr Schauspiel und die Art und Weise, wie sie geschrieben war, war super. Und auch ihre kurze Szene mit Batman ist klasse. Sie befindet sich unter Wasser nach diesem Car Crash. Batman will sie retten. Und das Erste, was sie macht unter Wasser, obwohl er probiert, sie zu retten, ist, ihn anzugreifen. Das ist perfekt geschrieben für Harley Quinn. Denn Harley Quinn war wirklich alles, was sie sein musste in diesem Film. Sie war sexy, sie war lustig, aber sie war vor allem unberechenbar und bedrohlich. Und dann haben wir auch noch die tragische Komponente. Und das hat dieser Film hingekriegt wie ein Meister. Und genau deswegen mag ich Suicide Squad auch ein bisschen mehr als Birds of Prey. Denn wir haben hier wirklich die tragische Geschichte von Harley Quinn. Die Szene im Säurebad, ich habe sie davor schon erwähnt, aber ich muss sie nochmal erwähnen. Wir sehen eigentlich, dass Harley Quinn ein Opfer ist und die Schöpfung vom Joker ist. Das ist sein Meisterwerk. Er hat da diese fügige Soldatin eigentlich erschaffen, die alles tun würde für ihn, für ihren Mr. J. Dabei ist sie um einiges gefährlicher als Mr. J, wenn es eigentlich um Nahkampf geht. Wir sehen, was sie drauf hat mit dem Baseballschläger und so weiter und so fort. Und gerade im Extended Cut sehen wir auch noch die Szenen von Dr. Quinzel. Wir sehen diesen langsamen Werdegang von einer professionellen Therapeutin bis hin zu einer gemeingefährlichen Killerin. Und wenn wir ganz genau aufpassen und auch ihr Wanted-Schild lesen, wissen wir, dass sie geholfen hat, Robin tot zu prügeln. Sie und Joker haben in dieser Version von Gotham City Robin auf dem Gewissen. Was auch noch erklärt, warum Ben Afflecks Batman so abgefuckt ist. Es gibt so viele Szenen mit ihr, die einfach nur fantastisch sind. Wenn Batman sie wiederbeleben will, sie anfängt ihn zu küssen und ihn dann auslacht, weil alles für sie auch nur ein Gag ist. Fantastisch. Alles an ihr hat gestimmt. Die dramatischen Momente waren super. Die Tatsache, dass sie eigentlich auch nur irgendwo einen Halt sucht und das auch irgendwie in dieser Suicide Squad Gruppe findet, fand ich klasse. Ihre Abhängigkeit vom Joker war klasse, aber auch ihre gefährlichen und brutalen Szenen waren klasse. Harley Quinn ist für mich bisher die beste Femme Fatale on screen im Batman-Universum. Verdienter dritter Platz. No one cared who I was till I put on the mask. Wir kommen zu Platz 2 und hier, glaube ich, dürfte das viele Leute überraschen, denn auch hier hat man sich sehr, sehr, sehr viel erlaubt, sehr viele kreative Freiheiten genommen mit der Figur. Nichtsdestotrotz, ich liebe Bane. Oh, I must break, yeah. Bane ist das komplette Gegenstück zum Joker aus The Dark Knight. Das ist ein Mann mit einem Plan. Das ist ein Mann mit treuen Gefolgsleuten. Und gleichzeitig ist das die erste physische Bedrohung für Batman. Wenn er Batman bricht, wen macht das nicht fertig? Und das Interessante an Bane ist, und das ist genau das, was mich an dem Bane in Batman Robin stört, ja, er ist stark, ja, er kann Batman zum Mus prügeln, doch das ist nicht das, was ihn ausmacht. Er ist ein Demagoge, er ist verdammt clever und er kann eine ganze Movement hinter sich radikalisieren. Das macht er mit seiner unfassbaren Rede vorm Gefängnis. Ich weiß, viele haben ihn durch die Maske nicht verstanden. Ich schon. Ich fand ihn großartig. Jedes Mal, wenn Bane eine neue Szene hat, hatte ich Gänsehaut. Jedes Mal, wenn einer seiner terroristischen Pläne sich offenbart hat, dachte ich mir, oh mein Gott. Seine Eröffnungsszene im Flugzeug allein ist es wert, ihn auf Platz 2 zu packen. Doch es zieht sich komplett durch diesen Film. Bane ist für mich der Star von The Dark Knight Rises, denn Bane schafft ja auch eigentlich das, was Joker nicht geschafft hat.
Er gewinnt den Kampf um Gotham City. Das gewinnt er in der ersten Hälfte des Films. In der zweiten Hälfte muss Bruce Wayne zurückkommen und Gotham City zurückerobern. So etwas hat noch nie ein Superschurke in irgendeinem dieser Filme geschafft. Deswegen allein kriegt er meinen Respekt. Das Einzige, was mich stört, ist, dass sich zum Schluss herausstellt, dass er nur ein Laufbursche von Talia ist. Doch das vernichtet für mich nicht diese geniale Charakterzeichnung, die wir davor hatten. Tom Hardy schafft es auch, Bane zu einem dreidimensionalen Charakter zu machen. Er spielt eigentlich nur mit seinen Augen, weil seinen Mund sehen wir nicht, sein Gesicht sehen wir nicht. Und trotzdem wissen wir ganz genau, was er denkt, was in ihm vorgeht. Und er hat auch wirklich was Gruseliges. Die Tatsache, dass er so langsam auf dich zuläuft wie Jason Voorhees und dich dann blitzschnell totprügelt, ist echt heftig. Ist auch einer der brutalsten Schurken, die wir bisher hatten. Ich liebe Bane. Ich bin ja einer der wenigen, die The Dark Knight Rises wirklich, wirklich lieben und verteidigen. Und deswegen verdienter zweiter Platz. I thought my jokes were bad. Und das bringt mich zu Platz 1. Wie konnte es anders sein? Ich weiß, das ist alles andere als kontrovers. Heath Ledgers Joker in The Dark Knight. Und das ist für mich einfach der beste Joker aller Zeiten, weil er unberechenbar ist, weil er das personifizierte Chaos ist, weil er die personifizierte Anarchie ist und weil er die Antwort auf Batman ist. Batman hat in Batman Begins den ersten Schritt gemacht, Gotham City wieder aufzuräumen. In The Dark Knight geht er einen Schritt weiter, mit Gordon, mit Harvey Dent. Und genau deshalb provoziert er diesen Wirbelsturm herauf, der sich Joker nennt. Wo kommt er her? Keine Ahnung. Was ist seine Motivation? Keine Ahnung. Er will einfach nur Batman brechen. Und das möchte er diesmal mental. Er möchte Batman dazu bringen, ihn umzubringen. Weil dann hat er seine eine Regel gebrochen. Er möchte zeigen, dass jeder korrumpierbar ist. Und je weniger man über ihn weiß, desto besser ist es. Desto unberechenbarer ist er. Jeder Einzelne, der ihm folgt, ist kein treuer Loyalist. Das sind Leute, die ihn auch nicht wirklich mögen. Und er hat sowieso keine Loyalität zu irgendjemandem. Er jagt jeden in die Luft, er kann jeden verraten. Der Joker steht für sich selbst. Ich meine, Jack Nicholsons Joker hat probiert, Vicky Vales Herz zu erobern. Was macht der Joker in The Dark Knight mit Rachel? Sprengt sie mal eben in die Luft. Sie ist ihm egal. Alle sind ihm egal. Das Einzige, was ihn interessiert, ist, die Welt auf den Kopf zu stellen. Alfred fasst es perfekt zusammen. Manche Leute wollen gar kein Geld oder so. Manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Und genau das ist Joker. Er ist der Teufel. Er ist der Anarcho schlechthin. Und genau das macht ihn so faszinierend. In einem Faustkampf gewinnt Batman gegen ihn in 5 Minuten. Aber darum geht es nicht. Es ist wirklich ein Kampf zweier Ideologien und die Frage, wer gewinnt am Ende? Und das Interessante ist, irgendwie gewinnt ja der Joker schon, denn Batman cheatet. Batman muss lügen und die Schuld von Harvey Dent auf sich nehmen, damit zumindest die Stadt noch irgendein Symbol hat, das für das Gute steht. Der Joker hat eigentlich gewonnen. Batman musste lügen. Und das finde ich auch jedes Mal so faszinierend. Ich liebe den Joker. Über Heath Ledgers Performance könnten wir ewig lange noch sprechen. Aber ich glaube, auch da wurde schon alles gesagt. Denn auch dieser schwarze Humor, den er immer noch hat, ist klasse. Wer hat nicht beim Bleistift-Zaubertrick gelacht und sich danach irgendwie schlecht gefühlt? Ich war definitiv einer von den Leuten. Alles an Heath Ledgers Joker ist super. Und was kann ich sagen, außer why so serious? Doch jetzt seid ihr gefragt, wie würde eure Batman-Schurken-Rankingliste aussehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!